Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht glauben, Creative Assembly hat es getan oh, und sie haben etwas getan mit den Belagerungsschlachten, etwas, das ich nicht erwartet hätte. Ich, ich sehe es zum ersten Mal, seit acht Jahren warte ich darauf, warte die gesamte Community darauf, dass Creative Assembly endlich etwas mit Belagerungen verbessert und mit dem letzten Patch 5.0, das habe ich sogar in den Patch Notes überlesen, ist etwas passiert und zwar es ist es etwas Gutes, das dafür sorgt, dass die Mauern nicht mehr ausschließlich 100% negative Nachteile für jegliche Verteidiger haben, die auf ihnen stehen. Nein, mit den Patch Notes ist etwas hinzugefügt worden, wenn ihr jetzt auf die Fortmauern klickt, seht ihr hier eine Reihe von Buffs, nämlich angedockt, wenn eure Einheiten tatsächlich angedockt sind an den Verteidigungszinnen. Eure Anlagen, dann bekommt ihr einen Bonus von 20% Reichweite, 25% Chance auf Geschossabwehr und 10% Geschossresistenz. Und zwar für immer. Das sieht jetzt zum Beispiel dann so aus, dass die Musketenschützen nicht mehr 145 Reichweite haben, sondern 29% Bonus bekommen. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das ist jetzt erstmal einer der Punkte, die die. Mauern schon mal ein kleines bisschen besser machen. Aber wartet, es kommt noch besser. Seht ihr das? Seht ihr, wie diese Musketenschützen gerade schießen? Und ja, ja, diese Musketenschützen, die schießen hier oben auf, dieser, ähm, auf diesem Pförtnerhaus, ist schon der, der Unvor, das ist die unvorstellbare Änderung. Ich hätte nicht gedacht, dass Creative Assembly das noch jemals anfassen wird. Denn was ist hier geändert worden? Also, ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr schon ein bisschen Tolo Warmer gespielt habt, dass das Schlimmste, was ihr in einer Belagerungsschlacht machen könnt, euch auf die Mauern als Verteidiger zu stellen. Es ist vermutlich immer noch nicht sehr gut, aber jetzt ist es ein kleines bisschen weniger Kacke geworden, insbesondere dadurch, dass es jetzt den Buff gibt. Aber dass diese Mauern, die Zinnen der Burg, die verhindern sollen, dass eure Einheiten getroffen werden, die haben meistens dafür gesorgt, dass eure eigenen Einheiten nicht mehr schießen konnten, weil sie dann tatsächlich Blockade gewesen sind. Aber jetzt sind sie entfernt worden, diese Zinnen und die Mauern, die vor euren Archi Einheiten auf den Zinn stehen. Die zählen nicht mehr als Hindernis und deswegen können diese Flammenattacken auf einmal hier auf die Gegner, die vor der Mauer herumlaufen, schießen. Ist es nicht unglaublich? Okay, es funktioniert ähm, immerhin für die Einheiten, die vorne stehen. Die Mauer selbst, auf der sie stehen, blockiert sie immer noch. Das heißt, ihr könnt es jetzt hier sehen: gerade nur noch die, wenn die Einheiten näher kommen, können noch die vorderen Linien schießen und nicht mehr die hinteren. Aber immerhin, das ist jetzt schon mal eine Änderung, von der ich wirklich nicht erwartet habe, dass Creative Assembly jemals wieder jemanden irgendwo hat, der anfängt, Belagerung zu optimieren. Okay, Arschleitern sind natürlich immer noch da und jegliche Einheiten, die auf euren Mauern stehen, können immer noch vielleicht gerade zwei, drei Salven von sich geben, bevor, wenn überhaupt, bevor die gegnerische Infanterie in vollkommener 100%iger Sicherheit von den Böden der Mauern, also von, von dem Grund der Mauern oben rauf läuft, weil man kann ja nichts gegen die Leitern tun. Außerdem völlig ähm, ungestört am sichersten Ort des Angreifers, nämlich direkt dort hier, äh, wo das Tor ist, damit man es in aller Ruhe kaputt machen kann. Das also ist klar, das ist immer noch, immer noch da, aber ich finde es jetzt schon mal wirklich unvorstellbar beeindruckend, dass Creative Assembly wirklich angefangen hat, Belagerungen anzufassen. Und das Faszinierende daran der Sache ist, das mit Tolo Roma 3 wurden ja die Belagerungen auf eine Art verschlechtert, die wirklich kaum vorstellbar ist. Es ist, es ist von, von ziemlich mehr. Belagerung auf einfach nur die größte Katastrophe, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe, gemacht worden. Und das ist dann jetzt in den letzten, ähm, ja, seit Release 2022, seit zweieinhalb Jahren eigentlich nicht wirklich viel besser geworden. Und das ist zum ersten Mal etwas, das es besser macht. Und ich habe das Gefühl, dass sich da jetzt jemand, also wie gesagt, der, der Update gerade 5.5.0 hat einige Besserungen gebracht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt auch bei den Belagerungs- Mechaniken vielleicht zum allerersten Mal in der Geschichte von Total Warhammer eine weitere. Ich hoffe, wir werden noch eine weitere Veränderung dieser Türme und der Mauerfunktion sehen, die dafür dann sorgen, dass die Mauern wirklich noch mal ein bisschen besser werden, bis wir vielleicht in ferner Zukunft in zwei, drei oder vielleicht fünf Jahren an den Punkt kommen, in dem eine Mauer tatsächlich nicht der dümmste Ort ist, an dem man seine Verteidigungseinheiten draufstellen kann, sondern vielleicht nur noch ein schlechter Ort. Das wäre schon mal. <laughs> ein bisschen besser. Und vielleicht irgendwann in ferner Zukunft sogar ein guter Ort. Beängstigend. Mir persönlich macht es Angst. Macht es dir auch Angst? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht könnte man sowas machen, dass dass keine Arschleitern mehr gibt oder dass Einheiten von den Arschleitern runterfallen oder dass sie Schaden nehmen, wenn sie hochklettern oder dass vielleicht hier eine Einheit Schaden nimmt, weil es gibt ja Mörderlöcher hier von oben, das sogar eins rangebracht, dass man oder hier irgendwie zinnen, damit man auf die Gegner schießen kann, die hier stehen, aber nein, es ist immer noch der sicherste Ort in der ganzen Schlacht. Hier am Tor zu stehen. Sei es drum, es ist ein Schritt in die richtige Richtung und das wollte ich mit euch teilen. Lasst gerne den Daumen hoch, da das Abo, wenn ihr von weiteren tollen Änderungen in Toro mal lernen wollt. Und schreibt mir gerne eure Lieblingsänderung im neuesten Patch 5.0. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hype, Hype, Hype und bis zum nächsten Mal.